So, nachdem es jetzt ja so eine schöne neue Herausforderung gibt, eine Doppel-Elixier-Herausforderung, werde ich das gleich mal ausprobieren. Aber zuallererst werde ich mal hier gegen so einen kleinen Mitspieler hier aus meinem Clan ein Testspiel starten. Und ich hoffe, das klappt auch recht schnell. Am besten mal so eine Doppel-Elixier-Herausforderung, auch ganz neu. Und los geht's. Schnell nochmal hier so ein paar Dinger spenden. Jetzt wollte ich gerade mein eigenes Testspieler, nämlich Depp. Ah, und gespannt. Nehmen wir erstmal die Barbaren. Gegen so einen kleinen lästigen Schweinereiter hier. Vermöbeln wir mal. It's magic. Ach ja. Muss man erstmal mit klarkommen, dass das Elixier jetzt hier so schnell hinterherkommt. Da gehen meine Lakaien hin. Das sieht diesmal ganz schön schlecht für mich aus. Sehr schlecht sogar. Aber stört mich das? Nein, kein Stück. So, einen kleinen Magier verprügeln hier. Da gibt's einen auf die Nase. Kommt den lästigen kleinen Skeletthorden da an. Musketieren die Meter auch so ein bisschen nieder. Ja, oder auch nicht. Alter Schwede, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das passiert. Im Normalfall kriegt sie einen Turm. Langsam kriege ich kleine Probleme. Diese dämlichen Magier da. Lästiger Prinz hier. Dich hol ich von deinem hohen Ross. Ja, kommt eigentlich relativ selten vor, dass ich hier mal so dumm dastehe. Genau in diesem Moment. Ja, das war's. Da gebe ich auch definitiv auf. Gutes Spiel, du hast mir in die Karten geguckt. Ja, ohne Worte. Seit langem das erste Mal, dass ich gegen die Madame hier verloren habe. So. Ich hatte ja gesagt, es gibt auch diese Doppel-Elixier-Herausforderung. Ich opfere einfach mal 50 von meinen lustigen kleinen Diamanten. Mit Sicherheit bin ich da relativ schnell auch rausgeflogen, aber wen stört's? So, Level 8. Mal gucken, was da gleich einmal shit kommt. So, da braucht die Lakaienhorde zum Glück nichts befürchten. Der kleine Bomber ist auch weg. Sehr schön. Wenn man dieses Spiel Ewigkeiten ohne Ton spielt und dann dieses dämliche Gackern da hört, also da wird einem schon anders. Und ein Päcker. Ja, momentan sieht es ja noch relativ gut aus. Mal gucken, was ich hier raus machen kann.
Ja, so viel zum Thema. Das war meine Lakaienhorde. Warum steht der Spinner denn noch da? Viecher, ihr nervt. Und diese blöden Elixiersammler. Ich sollte die vielleicht auch mal irgendwie nutzen. So, diesmal ist es mein Vorteil. Bomberman ist auch weg. Kleinkram hinten dran. Na komm. Sei doch nicht so. So, ist der nächste Packer auch weg. Das gibt einen Kronenkau. So ein Mist auch. Und nichts Brauchbares, was ich jetzt hier einsetzen könnte. Nein! Nee. Leicht deprimiert. 3 Minuten Nachspielzeit. Ach nö. So, jetzt wieder nicht die Pfeile. Nein, es kommt schlimmer. Kleinen Scheiß Feuergeister. Na los, komm, 2 Schläge noch. Und kurz vorm Ziel in die Hose gemacht. Kann doch nicht angehen, ey. Und noch mehr Feuergeister. Ich werde irre hier. Komm, es kann doch nicht angehen, ey. 104 Lebenspunkte hat der da drüben noch. Und ich krieg's nicht gebacken, den da platt zu machen. Ach, nö. Packer im Stechschritt. Wutzauber drauf. Das kann doch nicht angehen. So, komm, gib mir nochmal einen Schweinereiter da unten. So, jetzt sind diese blöden Feuergeister mal ganz schnell durchlaufen. Bitte, 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 bitte. Komm, renn drumrum, du Blödmann. Na also, es geht doch. 3 Kronen, hurra. Vielleicht zählen die ja auch für die Clan-Truhe. Wer weiß das schon. Ja, 5 Karten dazu, 250 Münzen. Das passt. Und ja, ich bin gespannt, wie weit ich das hier noch schaffe. Schaut mal wieder rein. Vielleicht zeige ich ja noch was weiteres. Bis demnächst. Ciao.